Hallo Freunde, hallo. Ja, ich habe eine neue Drechselbank bekommen. Was heißt neu? Ich möchte ehrlich bleiben. Nein, es ist eine gebrauchte, eine alte. Diese Maschine hinter mir, die habe ich gebraucht gekauft. Und zwar für ein sehr günstiges Angebot. Da konnte ich wirklich nicht mehr Nein sagen. Und zwar ist es eine Emco DB5. DB5. Und ja, mag sein, sie ist schon wirklich älter, aber dafür auch kräftiger und größer. Wie viel kW sie genau hat, kann ich euch nicht genau sagen, denn das Typenschild ist ziemlich verrostet, habe ich noch nicht genau entziffern können. Kann ich euch aber wissen lassen, so wie ich das entziffern konnte oder irgendwie dazukommen. Papiere dazu habe ich leider auch keine mehr, aber ist ja egal. Ich werde sagen, wir gucken sie uns jetzt mal genauer an. Ja, also da haben wir sie nun. Die Emco DB5 ist eine Maschine aus Österreich. Wie gesagt, ist eine ältere, aber ihr wisst ja, bei einer alten ist man gut gehalten. Leider, leider, sie hat keine stufenlose Geschwindigkeitsregelung, leider nicht, aber dafür haben wir ein Keilriemengetriebe, 4 Stufen. Und zwar, die erste Stufe macht sie 600 Umdrehungen, die zweite Stufe macht sie 1000 Umdrehungen, die dritte Stufe macht sie 1700 Umdrehungen und die vierte Stufe 2700 Umdrehungen sogar. Also, ja, ich möchte behaupten, fast so schnell wie meine Holzmann D510F. Fast gleich schnell. Nur, dass ich halt keine stufenlose Geschwindigkeitsregelung habe. Aber ich denke, mit den Geschwindigkeiten komme ich ganz gut zurecht. Und wenn es doch mal eng wird, meine Holzmann, die behalte ich auf jeden Fall. Weil zum Unterschied zwischen dieser Emco und der Holzmann ist einfach der, diese Maschine ist ziemlich groß und ziemlich grobschlächtig, für große Teile gut geeignet, für kleinere Teile habe ich dann immer noch meine Holzmann und werde einfach auf beiden Maschinen immer wieder mal was drechseln. Was das Wichtigste, was jetzt wichtig ist bei mir, damit ihr Bescheid wisst, es wird weiterhin Drechselvideos geben von mir, nur jetzt nicht nur auf der Holzmann, sondern auch hin und wieder auf der Emco. Ich habe jetzt auch vor, höchstwahrscheinlich mal wieder einen Baseballschläger zu drechseln, denn hier auf dieser Emco DB5, das ist eigentlich genau die passende Maschine. Also ich kann da also wirklich wunderbar. Die Spitzenweite beträgt also wirklich 1000 mm. Ich kann da wunderbar eine gesamte Meterrolle, eine Meterrugel draufspannen, aber ganz ohne Problem. Ja, jetzt sehen wir mal hier direkt auf das Keilriemengetriebe drauf. Und hier haben wir es auch. Hier hinten dran ist es. Hier sieht man diese 4 Keilriemenscheiben auf der anderen Seite. Ist genau das gleiche im Negativen nochmal und eben direkter Antrieb auf die Spindel. Ne? Sicherheitsschalter, wenn man jetzt hier auf hat, ja, zum einen ausschalten, gibt es bei dieser Maschine noch nicht. Ja, jetzt ist der Trick verreckt, weil sie momentan nicht am Strom hängt. Ich hänge sie euch nachher gleich mal an den Strom. So, jetzt da. Jetzt denke ich, müsste anlaufen. Ich habe sie gerade an Strom getan. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das alles schön läuft und ob das alles schön dreht. Normalerweise lässt man sie so jetzt nicht laufen, wenn da offen ist. Aber ich mache jetzt mal eine Ausnahme. Können wir sehen, ob alles schön rund läuft. Man merkt, sie ist etwas lauter wie die Holzmann. Das mag sein, aber sie hat natürlich auch eine ganz andere Kraft. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Und dann obendrein, sie ist nicht aus Gussstahl. Es sind zwar schon sehr, sehr
starke Stahlelemente dran. Sie steht auf einer Holzkonstruktion oben und eben die Schwingungen sind da natürlich schon ein bisschen anders wie jetzt bei einem Gussbett. Aber ich denke für meine Zwecke voll und ganz ausreichend. Und mit den Keilrieben verstellen ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur hier hintergreifen, den Motor leicht anheben und schon ist der Keilrieben hier locker. Und dann kann man hier gerade umstellen. Jetzt wollen wir gerade mal auf die schnellste Stufe. Hier sind wir ganz oben und den Motor nur leicht runterdrücken. Der wird nicht irgendwie arretiert oder festgestellt. Brauchen wir bei der Maschine gar nicht. Einfach durch das Gewicht vom Motor spannt sich der Riemen. Jetzt lassen wir es mal laufen. Das ist jetzt die schnellste Stufe mit 2700 Umdrehungen. Ja, man merkt also, und am Sonntag damit zu drechseln ist natürlich leider mit der Maschine nicht dran zu denken. Ich habe ja auch Nachbarn, aber dafür habe ich ja noch meine Holzmann, die ist da deutlich leiser, nur hat sie halt dann auch viel weniger Kraft. Ja, aber das ist noch nicht alles, was ich zu der Maschine bekommen habe. Eben, ich habe da noch viel mehr dazu bekommen. Ist von jemandem, den ich gut kenne. Der hat aufgehört mit seinem Hobby drechseln und hat mir die Maschine dann eben verkauft und hat gemeint, ich hätte sicherlich noch eine Freude daran. Hat er auch gar nicht unrecht. Ich denke, daran habe ich wirklich noch eine Freude. Ich habe noch einige Sachen dazu bekommen. Ein paar wunderschöne Drechselmesser, die zeige ich euch jetzt alle noch. Ja, also das sind meine Drechselmesser, die ich dazu bekommen habe. Bei den einen oder anderen sieht man, ja, sie sind schon älter. Nicht alleine nur hier an den Flugrost. Thema Flugrost, das ist auch noch so ein Thema, wo ich noch bekämpfen muss an der Maschine. Aber nicht nur an der Maschine, sondern auch noch an dem Backenfutter. Ja, diese Werkzeuge sind schon streng benutzt. Man merkt es hier an der Länge. Das heißt, die wurden schon sehr, sehr stark nachgeschliffen und runtergeschliffen. Diese kleinen Schrubber hier, muss ich sagen, diese Hohlröhren, also wirklich toll. Sie sind also wirklich hier hinterschliffen noch. Meine alten, von der Holzmann, die Maschine, die sind hier oben, also wirklich gerade. Und die sind jetzt hier hohlgeschliffen. Das ist also wirklich eine ganz feine Sache, möchte ich sagen. Dazu habe ich noch einen kleinen Satz Abstecher. Hier, dieser hier zum Beispiel, den habe ich schon probiert auf der Holzmann. Also der ist ganz rabiat. Dann habe ich hier ein bisschen einen breiteren, auch einen Abstecher. Ja, aber ist mir eigentlich schon fast zu breit. Auf der Holzmann auf jeden Fall. Und dann den hier. Also der ist da schon sehr breit. Eigentlich schon fast zu breit, um irgendwas effektiv abzustechen, aber ich werde es dennoch probieren und das Ganze noch in ganz groß. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich diesen Abstecher wohl kaum benutzen kann oder benutzen werde. Dann habe ich was ganz Interessantes hier. Das ist, glaube ich, von Kirschen, so wie es ausschaut. Ja, ist von Kirschen. Das ist zum Ausdrehen von Schalen. Also ein Ausdreher. Mit dem kann man auch wirklich gut ins Stirnholz gehen, aber ganz ohne Problem. Das macht er mit. Dafür ist er gebaut. Der schabt es, der schneidet das nicht raus, das Material. Nein, der schabt es eher. Dafür bleibt man aber auch nicht so hängen. Dann habe ich hier nochmal einen, das ist auch ein Ausdreher, auch für Schalen. Für Schalen gedacht. Kann man auch ins Stirnholz, ohne Problem sogar. Und dann habe ich hier noch einen Meißel. Ja, ein Meißel, der ist jetzt also wirklich, man sieht es gleich, das ist ein österreichischer Schliff. Also ein österreichischer Schliff. Ein deutscher Schliff wäre ein bisschen anders, der wäre nur einseitig geschliffen. Das ist also vom Schliff her typisch Österreich. Dann habe ich hier nochmal ein Spezialwerkzeug. Ja, das braucht man nur sehr, sehr selten, aber wenn man jetzt ein paar kleine Deckel drechselt für eine Dose, dann ist der wirklich sehr, sehr sinnvoll. Da kann man also wirklich einen schönen Deckel für eine
Dose zum Beispiel damit drechseln. So Passungen und so Sachen macht man mit diesem Werkzeug. Nur leider alles schon ziemlich weit heruntergeschliffen, aber ich denke, so für meinen Gebrauch, da halten die noch sehr lang. Da kann man die noch ein paar Mal nachschleifen und wieder benutzen, aber ganz ohne Problem. Ja, jetzt gehen wir da zum nächsten Punkt, das sind die Werkzeugauflagen. Hier haben wir eine selbstgemachte Werkzeugauflage, eine spezielle, funktioniert aber sicher, habe ich zwar noch nicht probiert, geht aber sicherlich, ist eine schöne Aussparung drin, wenn man jetzt ein großes Backenfutter drin hat, dann hat man hier so eine Aussparung. Da habe ich hier eine kleinere Werkzeugauflage und dann, ja, wenn es mal was Größeres sein muss, habe ich noch diese hier. Sind keine selbstgemachten, die sind jetzt original, die beiden grünen. Nur die hier, das ist eine selbstgemachte. Ich habe die übrigens abgekauft von unserem Freund, der auch meine Werkzeuge nachschleift. Der hat mir die Maschine verkauft. Der hat früher selber gedrechselt. Dadurch weiß er auch, wie man die Werkzeuge schleift. Und ich muss sagen, ich kann vielleicht vieles, aber eins kann ich definitiv nicht, Werkzeug schleifen. Da habe ich meine Probleme mit. Da bin ich wirklich sehr froh über unseren Freund Rico, der das eben für mich macht. Ja, da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo ich auch vorhin gesagt habe, Flugrost. Flugrost habe ich wirklich noch einiges zu bekämpfen. Wie jetzt zum Beispiel hier an diesem wunderschönen Backenfutter. Ist leider nur ein Dreibackenfutter, aber auf jeden Fall zu gebrauchen. Und ihr seht, es wurde leider mal falsch gelagert. Es ist ziemlich angerostet. Ich habe es schon eingesprüht mit WD-40 und werde es jetzt nachher auch gleich nochmal einsprühen mit WD-40. Dazu habe ich dann zwei verschiedene Backen. Einmal für innen einspannen und dann hier für außen. Ist eigentlich so ähnlich wie aus dem Metallbau das Backenfutter. Fast das gleiche, nur dass es jetzt eine M33er Aufnahme hat, was man eigentlich im Werkzeugbau für Metall eigentlich nicht kennt. Was auch sehr charakteristisch ist, ist dieser Schlüssel. Ja, fast wie bei einer Drehbank, nur etwas kleiner. Ja, so kommt es mir wirklich vor. Aber eben, es ist ein Drechselfutter und kein Drehfutter. Das sieht man schon. Es ist halt nur alles mittlerweile schon ziemlich alt und in die Jahre gekommen, aber ihr wisst es selber, wie es ist. Alt heißt noch lange nicht schlecht. Ja, bevor ich das jetzt wieder weglege, werde ich sagen, sprühe ich das also auch noch mal ein bisschen ein hier. Mit WD-40 kann kein Fehler sein. Mal richtig voll siffen lassen und dann muss ich das die nächsten Tage wirklich mal abbürsten und gucken, dass ich den Rost runterkriege. Funktionieren wird es mit dem Rost sicherlich auch, aber sieht ja wirklich äußerst fürchterlich aus und das wollen wir ja nicht. Ja, also was ein bisschen eine Umstellung ist, ist zum Beispiel hier der Vierzack-Mitnehmer. Das ist jetzt ein Vierzack-Mitnehmer oder genauer gesagt muss man sagen, ja schon vier Dorn-Mitnehmer. Das schraubt man hier einfach auf. Hier ist das M33er Gewinde, hier ist eine Aluminiumbüchse und hier sind jetzt die vier Dornen eben drauf und die nehmen das Werkzeug mit. Was schade ist an dieser Maschine, ich habe hier kein Morsekegel drin, kein MK2, das heißt einen handelsüblichen Vierzack-Mitnehmer, so ein kann ich hier definitiv nicht montieren. Auch schade, ich kann hier nichts durchlaufen lassen durch die Welle. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines 10er Rundholz habe, könnte ich das bei der Holzmann eben gerade durchlaufen lassen. Hier geht es definitiv nicht. Nur hier kann ich eben dieses Teil aufschrauben und dann dazwischen, zwischen den Spitzen, was spannen. Oder wahlweise auch ein Backenfutter, wie aber auch
Natürlich, eine Planscheibe würde auch gehen. Ja, also hier bin ich auch noch nicht so weit fertig mit dem Entrosten. Ihr seht es überall. Hier ist überall noch Flugrost. Der kommt jetzt nachher auch gleich ans WD-40, um es etwas zu entrosten. Ich habe sie erst wenige Tage bei mir stehen. Deswegen schaut das alles noch so aus. Ja, zur Spitzenflucht wollen wir uns jetzt gerade mal anschauen. Also, naja, ja doch, sieht eigentlich ganz gut aus, wenn man das so anschaut. Doch, sie fluchtet ziemlich. Nur leider ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt hier den Reitstock öffne, ist auch noch rostig, aber ihr wisst, wie es ist. Ja, wird sauber beim Arbeiten. Merkt man hier, ist etwas Spiel. Und wo ist jetzt die Spitzenflucht? Also, so genau abgestimmt ist sie leider nicht. Da möchte ich behaupten, dass die Holzmann da schon eine viel bessere und feinere Spitzenflucht hat, wie jetzt diese Emco, aber eben, hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Das ist so mehr oder weniger die Maschine fürs Grobe. Ja, da sind wir jetzt wieder hier ans Ende von diesem Video gekommen. Eben, es kann noch eine Zeit lang gehen, bis es Drechselvideos gibt von dieser Emco DB5. Denn hier muss ich noch einiges einrichten. Denn hier hinten, solider Betonwand, sollte so nicht bleiben, weil hier haftet der Staub halt schon enorm drin. Deswegen werde ich diese Wand hier mit Holz verkleiden. Das ist eins, das sicher ist. Und dann muss ich mir auch noch was basteln, wo ich die ganzen Werkzeuge aufhängen kann. So ähnlich, wie ich es auch drüben bei der Holzmann eben habe. Die Holzmann ist jetzt hier zu meiner Rechten und hier steht jetzt die Emco. Naja, auf jeden Fall ist einiges gegangen. Ich hätte auch vor Jahren gar nicht gedacht, dass das Hobby Drechseln so interessant für mich ist und dass ich da wirklich hängen bleibe bei diesem Hobby. Ich habe erst gedacht, ich kaufe mir mal eine Maschine und probiere. Und wenn es nichts ist, wenn ich damit nicht zurechtkomme, verkaufe ich es wieder. Da habe ich mir wirklich eine Maschine gekauft. Das war damals die 460er von Holzmann. Und eben dann kam die 510er. Und jetzt ist auch noch die große dazugekommen. Ich hätte es nie gedacht, dass das Hobby mich so anfrisst. Und aber auf jeden Fall besser wie Motorradfahren. Denn ich sag's euch, wie es ist, wer meine alten Videos noch kennt, der weiß, dass ich früher ein Motorrad hatte, ein ziemlich leistungsstarkes. Das habe ich verkauft und ich brauchte einfach irgendwie ein Hobby, ja, auch ein bisschen Nervenkitzel hat und es ist eben das Drechseln. Es ist nicht so einfach wie, ja, wie, ja, wie Sockenstricken. Drum, ja, und einfach so ungefährlich wie Sockenstricken. Man hat schon manchmal ein bisschen einen Nervenkitzel dabei. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit Daumen nach oben. Ich werde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und schönen Sonntag euch. Ciao, tschüssi.